Ja, liebe Schöninger Bürgerinnen und Bürger, mein Name ist Henry Beseke. Ich bewerbe mich um das Amt des Bürgermeisters in der Stadt Schöningen, meiner Heimatstadt. Ich bin 1956 hier in Schöningen geboren, hier aufgewachsen, habe bei der Stadt Schöningen meine ersten beruflichen Schritte gemacht, war dann 14 Jahre in der Stadt Oschersleben, der Partnerstadt der Stadt Schöningen, und habe dort die kommunale Selbstverwaltung aufgebaut. Und in den letzten 6 Jahren bin ich Samtgemeindebürgermeister der Samtgemeinde Grasleben und möchte jetzt gern Ihr Bürgermeister werden für die nächsten 8 Jahre, um die Stadt Schöningen in eine gute Zukunft zu bringen. Was ganz konkret an beispielhaften Einzelvorhaben und oder Maßnahmen wollen Sie unternehmen, um den Haushalt der Stadt Schöningen langfristig in den Griff zu bekommen? Alle Aufgaben der Stadt Schöningen müssen auf den Prüfstand genommen werden, und zwar sowohl bezüglich ihrer Notwendigkeit als auch ihrer vorhandenen Standards. Die Backoffice-Aufgaben der Stadtverwaltung müssen durch interkommunale Zusammenarbeit mit anderen Kommunen gemeinsam gelöst werden, und auf diese Art und Weise hoffe ich, Kosten einsparen zu können. Die Realsteuerhebesätze, die wir hier in Schöningen haben, werden wir wohl auf den Landesdurchschnitt anheben müssen, damit wir auch künftig vom Landkreis Helmstedt noch eine Haushaltsgenehmigung bekommen. Und ich werde weiterhin darum kämpfen, dass wir eine gerechte Gemeindefinanzreform im Land Niedersachsen bekommen. Was sehen Sie als das größte vorhandene wirtschaftliche Kapital der Stadt Schöningen an, welches man gegebenenfalls sogar noch ausbauen könnte? Für mich ist das größte vorhandene Kapital Schöningens die ehrenamtliche Tätigkeit vieler Schöninger Bürgerinnen und Bürger, die jetzt schon viele Aufgaben für die Stadt übernommen haben und auch hoffentlich künftig übernehmen werden. Hier möchte ich noch mehr Menschen animieren, etwas für die Stadt Schöningen zu tun. Der Stadt fehlt zu einem großen Teil die Bevölkerungsschicht in der Altersgruppe 20 bis 30 Jahren. Was wäre zu unternehmen, um diesem Trend langfristig entgegenzuwirken? Ausbildungsplätze und Arbeitsplätze für die jüngere Bevölkerung sind das A und O. Wenn man diese Altersgruppe in der Stadt halten möchte, bezahlbarer Wohnraum und ein attraktives Freizeitangebot sowie eine Ganztagsbetreuung für alle Kinder vom Krippenalter bis zum Schulabschluss müssen angeboten werden, dann sollte es uns gelingen, auch diese Altersgruppe in Schöningen halten zu können. Es ist wohl leider davon auszugehen, dass Schöningen allein durch den demografischen Wandel in den nächsten 15 bis 20 Jahren rund ein Drittel seiner Bevölkerung verlieren wird. Der sogenannte Rückbau ist für viele deutsche Großstädte bereits jetzt Teil der Stadtentwicklung. In Schöningen stehen derzeit über 700 Wohneinheiten leer, Tendenz steigend. Inwiefern spielen für Sie drastische Stadtentwicklungskonzepte wie der genannte Rückbau eine Rolle, und wie werden Sie die Stadt auf den drohenden Bevölkerungsschwund vorbereiten? Rückbau von überschüssigem Wohnraum wird für Schöningen eine Notwendigkeit werden. Hier müssen wir das Land Niedersachsen bewegen, dafür Fördermittel bereitzustellen. Sachsen-Anhalt hat das seit vielen Jahren gemacht. Ein Beispiel dafür aus meiner beruflichen Vergangenheit ist die Wasserrinne in Oschersleben. Aber auch die Umwandlung in altersgerechten Wohnraum müssen wir vorantreiben. Natürlich muss sich auch die Verwaltung an veränderte Einwohnerzahlen anpassen. Die offizielle Website der Stadt bewirbt Schöningen leider weder modern noch attraktiv. Die Internetpräsenzen des Sperrezentrums haben sich vor Jahren bereits in einen Dornröschenschlaf begeben, und dies obwohl die Eröffnung nur noch 10 Monate entfernt ist. Eigentlich müsste die Marketingkampagne bereits auf Hochtouren laufen. Wie wird die Stadt sich künftig im Netz präsentieren und nach außen hin vermarkten? Für die Umsetzung des Marketingkonzeptes bezüglich des Forschungs- und Erlebniszentrums stehen 600.000 Euro von Sponsoren zur Verfügung. Hier wird bereits mit Hochdruck gearbeitet. Auch die Internetseite www.schöningersperre.de wird regelmäßig aktualisiert. Hiervon konnte ich mich erst letztens überzeugen. Die städtische Internetseite verweist durch einen Link auf die Seite der Sperre. Die zweckmäßige Seite der Stadt Schöningen ist übersichtlich und mit Hilfe der Hochschule Wolfenbüttel sehr kostengünstig erstellt worden. Sollte man hier eine anspruchsvollere Seite haben wollen, wird das sicherlich mit einem Einsatz von finanziellen Mitteln nur möglich sein.
Transparenz ist für viele Bürgerinnen und Bürger ein wichtiges Thema. Die schon seit Jahren geforderte Sitzungsübersicht der Ratsgremien, genauso wie ein rudimentäres Ratsinformationssystem, wurde immer noch nicht eingeführt. Würden Sie sich nicht nur für mehr Transparenz einsetzen, sondern diese beiden Vorhaben direkt unterstützen? Für diese Frage gibt es von mir ein uneingeschränktes Ja. Es ist wichtig, dass die Schöninger nicht nur wissen, dass eine Sitzung stattfindet, sondern auch, was dort beraten und beschlossen werden soll. Daher gehören Vorlagen und Protokolle von öffentlichen Sitzungen unbedingt auf die Homepage der Stadt Schöningen. Übrigens, in der Samtgemeinde Grasleben habe ich das bereits eingeführt. In Schöningen ist es zurzeit in Arbeit. Der Erfolg des Sperrezentrums wird zweifelsohne von dem Enthusiasmus der Bürgerinnen und Bürger massiv beeinflusst werden. Zu den größten Herausforderungen des zukünftigen Bürgermeisters wird es wohl gehören, dass er die Bevölkerung Schönings enger einbindet und auf diese Weise mitnimmt. Inwiefern würden Sie auch unter Einbeziehung moderner Kommunikationsmöglichkeiten mehr Bürgernähe ausüben? Das Forschungs- und Erlebniszentrum ist die Chance für Schöningen, den Strukturwandel hinzubekommen. Davon müssen alle Schöninger Bürgerinnen und Bürger überzeugt werden. Unsere Zukunft liegt unter anderem im Kulturtourismus. Die Bevölkerung muss ständig über den Baufortschritt und das Marketingkonzept informiert sein, und zwar über die Tages- und Wochenpresse, über die Homepage der Stadt Schöningen sowie über soziale Netzwerke wie zum Beispiel Facebook oder ähnliche. Ordnung und Sauberkeit gehören zu einer Touristenstadt genauso wie Attraktion. Zurzeit scheint es keine Ordnungsbeamte zu geben, die beispielsweise Parksünder oder unvernünftig agierende Hundehalter sowie Umweltverschmutzer kontrollieren und gegebenenfalls rechtliche Maßnahmen einleiten. Wird sich dies mit Ihnen als Bürgermeister ändern? Ich möchte den bereits vorhandenen grünen Sheriffs mehr Kompetenzen einräumen. Durch ein Gespräch mit der sehr engagierten Frau Schaper weiß ich, dass auch die grünen Sheriffs sich dieses wünschen würden. Auch über den Einsatz einer Politesse, so wie in der Vergangenheit in Schöningen, möchte ich mit dem Rat diskutieren, um dadurch eine größere Sauberkeit in meiner Heimatstadt zu erreichen. Das Forschungs- und Erlebniszentrum allein bringt zwar viele Besucher nach Schöningen, wird diese aber wohl nicht langfristig an die Stadt binden können. Die Großattraktionen im Umfeld, zum Beispiel die Autostadt in Wolfsburg, können auf eine mittlerweile gewachsene touristische Infrastruktur zurückgreifen. Welche weiteren Ideen, Konzepte oder Maßnahmen würden Sie in Angriff nehmen, um Schöningen vom Angebot her noch attraktiver für Touristen zu gestalten und diese somit länger an die Stadt zu binden? Ich möchte einen attraktiven Wohnmobilstellplatz in die Innenstadt holen. Ich möchte eine Diskussion über die Einrichtung eines Campingplatzes mit der Bevölkerung und dem Rat führen. Ich möchte die Verbesserung der Wander- und Fahrradwanderwege im Elm erreichen. Dazu bedarf es auch Gespräche mit den zuständigen Gremien. Und ich möchte gern Schöningen, die Stadt der Gärten und Parks, voranbringen. Wir haben in Schöningen wunderschöne Parks und Gärten. Das muss mehr bekannt gemacht werden. Und im Bereich Tourismus möchte ich über interkommunale Zusammenarbeit kreisweit und auch über die Region hinaus mit anderen Kommunen zusammenarbeiten. Wagen Sie einen Blick in die Zukunft. Wo sehen Sie Schöningen am Ende Ihrer Regierungszeit? Schöningen im Jahr 2020 wird sich auf dem Gebiet des Tourismus etabliert haben. Es gibt ausreichende Übernachtungsmöglichkeiten. Gastronomie und Handel bewältigen die Besucherströme durch ein ausreichendes Angebot. Es gibt altersgerechten Wohnraum für alle Altersgruppen und ein ausreichendes Angebot an betreutem Wohnen. Betreuungsangebote für Kinder und Jugendliche sind ausreichend vorhanden. Das Konzept für die Nachnutzung des Schöninger Tagebaus beginnt mit seiner Realisierung. Kurzum, es lohnt sich, in Schöningen zu wohnen.